Hallo Leute, heute sind wir für euch in der Bielefelder Innenstadt unterwegs und wollen einige Stimmen vor dem Saisonfinale für euch einfangen. Was wünschen Sie Arminia für Saisonfinale? Viel Glück. Viel Erfolg. Ich wünsche euch viel Erfolg für das Saisonfinale und ich gebe natürlich alles und ich hoffe, ihr macht das ebenfalls nächstes Wochenende gegen Osnabrück. Und wenn das nicht klappen sollte, danach die Woche in Burghausen, werde ich auch dabei sein und euch unterstützen. Was wünschen Sie Arminia für das Saisonfinale? Puh, ich komme aus Osnabrück, deshalb auf keinen Fall den Aufstieg. Echt nicht? Nein. Dass wir weiterhin gewinnen und ja, dass wir aufsteigen. Alle Punkte, die wir mitnehmen können, auch zu gewinnen. Momentan sind wir auf dem besten Weg. Wir sind ja Arminia und ich wünsche denen viel Glück. Ja, natürlich den Erfolg, den sie zurzeit haben. Die haben gestern Abend schon wieder gewonnen. Also insofern, das wird mich schon freuen. Ne? Ich wünsche alles Gute, ich komme aus Holland. Also, dass sie richtig gut spielen. Also, ja, ich als Bayern-Fan gucke auch gerne Arminia. Ich war schon ein paar Mal im Stadion. Was wünschst du Arminia noch für das Saisonfinale? Ich habe nichts mit Fußball am Hut. Aber alles Gute. Also, keine Frage. Toi, 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 ihr schafft das. Was tippen Sie speziell gegen Osnabrück? Ja, es ist schwer. Osnabrück ist auch nicht schlecht. Ich hoffe mal, dass es ein hoher Sieg wird. So ein 3-0, 3-1, 4-0, das wäre schon was. Und ich bin auch dabei und dann würde ich mich tierisch drüber freuen, wenn das klappen würde. Ah, ich glaube, es wird schon ein Krimi. Ich tippe mal auf so ein bewährtes 2-1 für Arminia. Das hört sich super an. Dankeschön und erstmal. Unentschieden holen, da wäre ja auch schon ein bisschen was wert, nicht? Ich denke mal, ein 0-0-Sieg wird zwar schwierig, aber ich würde es mir wünschen. Wird schwer, aber guter Dinge. 2-1 für Bielefeld. 100-0. Nach dem, was Sie zurzeit haben, Sie haben ja einen Lauf. 1-0 würde ich schon tippen wollen. Okay. Ja? Könnte sein, dass ein Unentschieden reicht. Dann könnte es aber im allerletzten Spiel knapp werden. Das schaffen die. Die schaffen schmutzige Siege. Also es ist ein Derby und ich tippe für Bielefeld 2-1, damit sie siegen, ja. Das wird beim Unentschieden bleiben. Ich weiß es nicht, ich glaube nicht. Aber es wird reichen. Ja, wird ein Unentschieden. Ja, vielleicht steigen ja beide zusammen auf, das wäre ja wünschenswert. Aber Hauptsache Osnabrück steigt auf und wenn es Bielefeld, wenn es auch klappt, auch alles gut. Okay, dann. Weil ich bin gerne hier. Okay, dann Dankeschön. Alles klar, tschüss. Ich tippe mal ein gutes 3-1 für uns. Nach den bitteren Jahren haben wir es, der Verein das auf jeden Fall verdient, definitiv. Wir hoffen und wünschen auch, dass sie das Spiel gewinnen werden. 2-1 für Arminia, okay. Hoffe ich. Das klingt schon mal gut, dann bedanke ich mich. Ja, Jungs, gibt alles. Haut den Ball rein und viel Spaß. Kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wie im Pokalspiel, einfach, ne? Jedes Spiel ist ein Endspiel jetzt, also kämpfen. Ja, für Samstag würde ich sagen, ausverkaufte Alm, wir sind dabei. Wir wünschen euch das Beste, drücken die Daumen, schreien uns die Kellen aus dem Leib. Und gebt alles, Jungs, gebt alles, wir stehen hinter euch. Jungs, ihr packt das. Wir sind auch Fans und wir fiebern mit, da können sie Gift aufnehmen, ganz okay. Bestimmt. Vor allen Dingen sollten sie unverkrampft an das Spiel herangehen, dann wird es eher was, als wenn die sich selber noch Druck machen. Dass sie unbedingt siegen müssen. Auch mit einem Unentschieden ging es noch mal weiter. Die Chance ist dann immer noch da. Also Jungs, haltet hinten den Strafraum sauber, das Tor sauber und macht vorne die nötigen Buden. Jungs, ihr seid geil, ihr seid die Besten. Mach es für uns, für die Stadt, für den Verein. Unsterblich, immer Arminia.